Hallöchen, hier ist wieder Kyoko und ich kann gar nicht genug von dem Spiel kriegen. Eigentlich wollte ich nach zwei Aufnahmen für heute mit dem Aufnehmen aufhören, weil Zeit und Arbeiten und Umzug und so, aber irgendwie, ich weiß nicht, es fesselt mich zu sehr. Nein, was soll ich nur tun? Okay, jetzt sollten wir hier genug Platz haben. Oh, und ich habe vergessen, die Attacken ein bisschen umzustellen. Na egal, mache ich danach. Hey, wir sind nicht zum Spielen hierher gekommen, verstehst du? Wie üblich, wer als erster 10 K.O.s hat, gewinnt. Bist du fertig? Ach ja, diese Abwechslung. Wir haben wieder eine andere Stage. So, und jetzt... Ah! Verdammt! Genau, so, schön hinterher. Und der erste Kill geht wie immer an mich. So wie es auch sein soll. Am Anfang scheinen die Kämpfe sehr leicht zu sein, aber das ändert sich im weiteren Spielverlauf auch nochmal. Später werden auch mal ganze Gruppen gegeneinander antreten, die jeweils verschiedene Attacken haben, oder man kämpft auch selber gegen drei Gegner oder mehr. Und ich bin da dann auch das ein oder andere Mal gestorben, weil ich auch einfach eine blöde Attackenkombination eingestellt hatte. Und ich hoffe, dass, wenn diese Kämpfe kommen, es auf jeden Fall ein bisschen spannender wird. Bisher ist das... Also mir kommt das sehr einseitig vor. Geht es euch da auch so, wenn ihr mir zuschaut? Oder hat es da irgendwie eher was zu sehen, wie die sich prügeln? Wow! Hey! Verdammt! Immerhin! Ich habe MR noch einmal dran gekriegt. So, jetzt will ich aber Rache. Tut mir leid, Tails, dass ich so rabiat zu dir bin, aber du bist ja auch nicht netter zu mir. Oh ja, hier haben wir sogar ein bisschen Grünzeug. Ein netter kleiner Strand, würde ich mal sagen. Nur ist es irgendwie so ein bisschen blöd, dass man so das Gefühl hat, dass man auf so einer Karte sich bewegt. Hätte man vielleicht ein bisschen schöner regeln können. Ich finde, für die Verhältnisse geht's. Und vor allen Dingen für den Preis. Wie viel habe ich damals bezahlt? Okay, 2004 kam es raus. Also ich habe auf... Hey, Tails, nicht heilen. Man hat auf jeden Fall schon 1 Euro bezahlt. Und ich habe es nicht einzeln erworben, sondern in so einem Pack. THQ hat nämlich von einigen Spielen, unter anderem die Spyro-Spiele und so Crash Bandicoot-Spiele und ähnliches, in so Packs angeboten, wo dann immer 2 in einem waren. Ich habe dann natürlich das Pack genommen mit Sonic Pinball Party und Sonic Battle. Ja, und die haben insgesamt immer nur 20 Euro gekostet und dann habe ich im Grunde nur 10 Euro für das Spiel bezahlt. Also eigentlich, ja, nicht schlecht. Ich glaube, ich habe es dann nicht, also auf jeden Fall nicht 2004 gekauft, weil da war es zu neu, als dass sie es zum Hinterherwerfpreis angeboten haben. Oh, der Typhoon. Ich erinnere mich dunkel. Die Attacke war richtig gut. Fähigkeitspunkte wurden um 1 erhöht. Hey, so allmählich hast du es drauf. Bald wirst du schaffen, Chaos Emeralds. Hä? Ist da absichtlich die Farbe irgendwie raus? Hm. Ganz allein zu bekommen. Chaos Emeralds. Hey Sonic, lass uns zu Knuckles gehen. Oh ja, Knuckles könnte uns weiterhelfen. Vor allem, weil er sich mit Chaos Emeralds auskennt. Okay, bist du fertig, MR? MR? Ja, so heißt er. Er wird von Chaos Emeralds angetrieben. Also habe ich ihn MR getauft. Cooler Name, oder? Ja, okay, MR gefällt er. Hm, ja, sehr clever. Und Tails nicht. Hey, da ist die MR-Fälschung vor Tails Haus. Du hast recht. Ist das auch Eggmans Plan? Dieser Blödmann, dem werden wir es zeigen. Hey Tails, lass uns eine Angriffstechnik mit MR mit der R-Taste einstellen. Ja gut, und diesmal vergesse ich das nicht. Und hier werden wir dann in dem Bereich, wo wir die Skills bearbeiten können. Hier ist die Skill-Liste, wo wir dann auch schauen können, wie viele von den Karten wir haben. Einzeln können wir sie, glaube ich, auch nochmal anwählen, oder?
Anscheinend nicht. Hier steht nur, welche wir haben. So, weiter runter. Eine von Tails. Zwei von Tails. Dann sind hier die anderen Charaktere. Karten von Shadow sind natürlich schwarz. Oh, und es geht hier immer weiter runter. Skills austauschen. Ich glaube, das ist, wenn man dann welche angewählt hat, glaube ich. Ah, und mit R kann man dann nochmal Infos einholen. Ich glaube, wenn ich die jetzt alle vorlese, dann... Das interessiert wahrscheinlich auch die wenigsten. Aber ich muss es mir durchlesen. Okay, hier sind die verschiedenen Sachen. Okay. Erstmal die Run-Skills, Dash-Skill, Jump-Skill, Air-Action, Drowned und Heal-Skill. Haben wir schon irgendwas zum Heilen? Ja, den Sonic Heal. Und den Heal von MR selbst. Da. Ah, hier sehen wir auch, wie die Power und der Speed ist. Und ich habe gerade mit dem Finger drauf gezeigt, obwohl das überhaupt nichts bringt. Oh, Kyoko, Kyoko. Ja, und unten sehen wir bei Sonic auf jeden Fall Speed. Ist schneller als beim R. Deswegen wählen wir die auch aus. Und weiter, Ground, da haben wir nichts anderes außer das, was MR hier hat. Air-Action. Sonic Ballet stellen wir ein. Also wir stellen jetzt auf jeden Fall überall eine andere ein, wo MR schon eine neue Fähigkeit hat. Oh Mann, warum soll er das denn nicht lernen? Stimmt, die Punkte. Es macht Klick bei mir. Wir sind ja an diese, wie sind die Punkte nochmal? Fähigkeitspunkte gebunden. Und hier unten steht auch, wie viel Fähigkeitspunkte damit verbraucht werden. Und oben, die Zahl habe ich jetzt, glaube ich, auch gerafft. 20 sind die, die wir gerade belegt haben, also die Skillpunkte. Und die 33 sind dann wohl die Fähigkeitspunkte, die wir noch haben. Hä, aber warum kann ich dann... Diese. Hä, warum kann ich denn den. Raff ich gerade nicht so ganz. Wieso kann ich denn meine Fähigkeit da nicht einsetzen? Okay, den Sonic Heal lassen wir drin. Das Sonic Ballet muss nicht sein. Wo ist denn der Typhoon von Tails hin? Hä? Warte. Wie viel wurde da jetzt... Ach so. Ach so, das waren jetzt 15. Hä, aber wo steht denn, wie viel wir davon einnehmen? Muss ich das jetzt verstehen? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht, wenn wir Info drucken, kommt dann irgendwas Wissenswertes? Nee. Okay, dann ist dieses mal X, wie oft wir diese Fähigkeit haben. Ich frag mich gerade, ob man das auch mit, also diese Karten auch mit Freunden tauschen konnte. Wäre auf jeden Fall echt cool. Okay, Attacke, erste Attacke, zweite Attacke, Sonic Kick, Shadow B Kick? Der sieht cool aus. Ja, und der hat jetzt 20 Punkte eingenommen. Moment mal. Zurück, ich glaube, ich hab's. Die Sterne sind es, glaube ich. 3 Sterne? Das heißt, wir könnten jetzt nur noch was nehmen, was einen Stern hat. Gibt es irgendeine Fähigkeit, die nur einen Stern hat? Weil dann würde sie nur 5 dieser Punkte aufbrauchen. Ich möchte mal behaupten, nein. Okay, den Typhoon möchte ich auf jeden Fall einsetzen. Okay, dann kommt der B-Kick auf jeden Fall weg. Dann setzen wir den Typhoon ein. Gucken erstmal. Okay. Laut dieser meiner Rechnung jetzt müssten wir auf 25 kommen, wenn ich das jetzt auswähle. Ja, okay, dann habe ich es gerafft. Gut, dann ist alles ausgerüstet. Wir wollen zum Spiel zurück. Ja, und vor Tails Hütte sollen wir dann, glaube ich, jetzt nochmal diesen... Klon fertig machen.
Ich weiß nicht, ob dann wieder übermäßig viel Story kommt. Aber ansonsten ist der Part zu langweilig gewesen. Warte, hier ist das Labor und... Ach, machen wir einfach mal weiter und gucken, was sich noch tut. Hi, ML, willst du trainieren? Nein? Naja, sollte dir jeder nach sein zu üben, dann komm einfach hier vorbei. Ups, dann sollten wir doch vor Tails Haus. Oder doch woanders hin? Ne, hier ist noch nichts aufgetaucht. Was ist los, Sonic? Ich habe eine super Idee. Hey, ML, geh und vernichte diese Fälschung. Was? Keine Sorge, ich helfe ihm, wenn er Probleme kriegt. Wir sollten seine Fähigkeiten nach all dem Training austesten, oder? Also los. Gut, und jetzt kann ich das erste Mal mit ML kämpfen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich was ausgewählt habe. Also werde ich das, was ich immer einsetze, nehmen und hoffen, dass ich einigermaßen damit klarkomme oder mehr oder minder was reißen kann. Okay, hier tut sich mal so gut wie gar nichts. Oh, und er ist so scheiße langsam. Er lahmt so übel rum. Okay, du kannst echt nichts. Aber zum Glück hat die Fälschung auch nur ein Leben. Na, immerhin. Die Attacke von Sonic. Kannst du, aber sie zieht auch kaum was ab. Aber es hat trotzdem gereicht, um diese blöde Fälschung platt zu machen. Oh je. Fähigkeitspunkte wurden um 2 erhöht. Ja, mal endlich mehr. Attacke, Attacke. ML, konzentriere dich auf die Verteidigung. Und nochmal. Ja, wie soll ich mich denn auf die Verteidigung... Ich nehme jetzt mal das als Grundattacke. Werf dann mit diesen Bomben und wehre damit ab. So. Ja, der hat ja nirgendwo was eingestellt. Das bringt mir doch gar nichts. Gott, oh Gott. Soll ich den dreimal besiegen? Wie soll ich denn das machen? Ich kann doch gar nichts. Hat das blöde Vieh etwa auch meine Attacken? Ich glaube, das hat jetzt auch meine Attacken kopiert. Eggies Technologie war gar nicht mal so schlecht. Oh, stirb doch endlich. Oh Gott, mit ML kämpfen kann später so cool sein, aber gerade ist es die reinste Last. Kannst du überhaupt irgendwas? Stirb doch endlich mal, du Blöder. Okay, mit der L-Taste sollte ich, glaube ich, irgendwann auch blocken können, aber ich sehe hier gerade von Blocken nicht viel. Oh Gott. Gibt's doch nicht. Oh, und ich bin zuerst down gegangen. Okay, ich lasse es, glaube ich, alles erstmal so, wie es war. Ah! So kann ich dich wenigstens ein bisschen besser angreifen. So, komm ran. Verdammt, ich erwische ihn jetzt nicht mehr. Verdammt, bist du jetzt gegen meine Attacke immun? Nicht gut. Und yay, Leute, ich wollte ja eigentlich nicht so lange machen und wieder überziehen, aber so wie das hier gerade aussieht... Kann ich pausieren? Ja, ich kann pausieren. Okay, ich pausiere dann die Aufnahme erstmal und wir sehen uns an derselben Stelle weiter. Bis zum nächsten Mal bei Sonic Battle. Liebe Grüße, eure Kyoko.